Oh, die sieht ganz schön trocken aus. Ja, hallo zusammen, hier ist der Chef-Oberboss und während ich im Hintergrund meine normalen Truppen bemale, habe ich im Vordergrund jetzt hier ein paar Farben. Und zwar, ich komme immer ein bisschen unter Zeitdruck mit verschiedenen neuen Videos und sowas. Und ich habe jetzt gesehen, es gibt ja verschiedene Lifehacks, die ja das Leben irgendwie erleichtern sollen. Und darum versuche ich jetzt, mal gucken, ob es klappt, ein neues Format bei mir einzuführen. Und zwar Warhammer Hacks, beziehungsweise Tabletop-Hacks könnte man das eigentlich besser nennen. Hier geht es jetzt ganz kurz über Farben. Ich habe nämlich hier verschiedene Farben. Das ist jetzt hier Vallejo Game Color, Army Painter War Paints, dann Revell Aqua Colors, das sind auch auf Acrylfarbe und dann halt die GW-Farben, die ich bisher sehr viel eingesetzt habe. Zurzeit setze ich auch noch Army Painter ganz gerne ein. Naja, aber über Farben mache ich irgendwann nochmal ein größeres Tutorial. Jetzt will ich eigentlich nur kurz zeigen, wie man die Farben auch pflegt, beziehungsweise Farben auch rettet. Also, jetzt gerade in der Sommerzeit, oder Sommer kommt jetzt, in der wärmeren Zeit muss man die Farben auch ein bisschen pflegen. Das heißt, man nimmt die Farbe, ich habe relativ viele Farben hier rumstehen, ich habe noch mehr, und schüttelt die ganz gut, immer mal. Und wenn man merkt, okay, da bewegt sich was, dann ist es eigentlich in Ordnung. Dann guckt man vielleicht nochmal rein. Das ist jetzt hier bei denen hier ein bisschen schlecht. Ich stelle es mal wieder hin. Man kann aber auch hier bei denen hier oben das abnehmen, den Nippel. Okay, ich stelle mich jetzt ein bisschen doof an. Vielleicht doch kein Hack. So, da kann man hier auch reingucken. Und sieht, okay, die Farbe ist eigentlich ganz okay noch. Könnte vielleicht einen Tropfen Wasser gebrauchen. Dann nimmt man einfach eine Pipette mit ein bisschen Wasser. Und hier würde ich jetzt mal so einfach 3-4 reingeben. Deckel wieder drauf machen. Und dann wiederum gut schütteln. Das ist der Nachteil bei den Game Color und auch bei den Army Paints. Da kann man schlechter einfach kontrollieren, ob die Farbe noch in Ordnung ist, beziehungsweise Wasser nachfüllen. Hier, die sieht auch zurzeit nicht so gut aus. Braucht dringend ein bisschen Wasser. So, am besten ein bisschen nachhelfen, dass das auch reinfließt. Genau, das hat sich nur oben abgesetzt. Das ist manchmal nämlich auch das Problem, wenn es oben hängt und man macht dann den Deckel wieder drauf, dann quatscht es oben raus. Das ist eigentlich ziemlich hässlich. So, da machen wir jetzt auch wieder was drauf. Kommt auch wieder. So, jetzt gucken wir uns mal hier die Revell Color an. Sieht auf den ersten Blick zwar flüssig aus, aber man sieht unten drunter die Farbe. Die bewegt sich nicht wirklich. Da werden wir jetzt mal nachgucken, was da los ist. Erstmal umrühren. Okay. Was soll das eigentlich für eine Farbe sein? Das soll überhaupt nicht blau sein, sondern seegrün. Die hat es ganz schön erwischt, die Farbe. Da kann man jetzt grün ein bisschen erkennen. Also wenn man so Farben hat, nicht wegschmeißen, sondern erstmal mit dem Stäbchen gut rühren. Gut durchrühren, was sich oben abgesetzt hat. Das ist meistens die Flüssigkeit von der Farbe. Wenn man die wieder gut drunter mischt, dann erholt die sich auch wieder. Und dazu geben wir jetzt ein bisschen mehr. So. Schön Wasser dazugeben. Man merkt es dann auch selbst, ob das dann zu flüssig wird oder ob das jetzt in Ordnung ist. Die muss ich auf jeden Fall, die muss man auch gut schütteln gleich. Man merkt, die hängt noch zu sehr darum. Die muss ich jetzt noch mit dem Wasser ein bisschen vermischen. Vielleicht war es ein bisschen viel Wasser. Wenn es zu viel Wasser war, ist aber auch nicht schlimm. Dann lässt man es einfach wieder eine längere Zeit stehen oder sogar vielleicht in die Sonne stellen. Dann verdunstet wieder ein bisschen Wasser und dann wird die automatisch wieder ein bisschen härter oder weniger flüssig. So, gut verschließen.
Und wieder gut schütteln. Ruhig eine längere Zeit, ich mache es jetzt hier vor der Kamera nicht so viel. Und dann sieht man auf jeden Fall wieder, okay, die Farbe, die schafft es wieder. So kann man also gerade alle Acrylfarben, die sind ja auf Wasser basierend, kann man so wirklich wieder fit machen. Warum die jetzt wieder nicht zugeht, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja, lassen wir es einfach mal so stehen. Vielleicht ist da jetzt zu viel Wasser drin. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Komisch. Naja, so, nächste Farbe. Ui, das ist eine GW-Farbe. Und die sieht richtig schon fast tot aus. Gucken, ob wir noch was für die tun können. Die Tabletop-Hacks, die werde ich übrigens nicht freitags hochladen, sondern einfach immer, wenn ich gerade Zeit habe. Darum, die wird es auch nicht regelmäßig geben, einfach wenn ich irgendein Thema habe, wo man jetzt schnell irgendwas dazu sagen kann, dann werde ich das machen. So, oh, sieht gar nicht so tot aus. Ich habe jetzt ein bisschen Wasser nachgefüllt. Gut für Röhren. Die kriegen wir auch wieder hin. Man kann es natürlich auch mit anderen Stäbchen machen. Sehr gut geeignet sind natürlich auch Zahnstocher. Bleibt nicht so viel Farbe hängen. Die sind hier sehr begehrt. Die Assistenten verbrauchen ziemlich viel davon. So. Wiederum gut schütteln. Und schon sieht die viel besser aus als vorher. Okay, ich guck mal noch, ob ich noch eine ganz schreckliche Farbe finde. Okay, die hier, die hat sich auch oben die Flüssigkeit abgesetzt. Die muss auch nur gut gerührt werden. Ein paar Tropfen Wasser dazu. Das gleiche hier mit der hier. Die bewegt sich überhaupt nicht. Ich schraube mal den Deckel oben ab, dann sieht man es dann besser. Ja. Die steht da auch schon längere Zeit rum. Ein paar von den Farben habe ich übrigens geschickt bekommen. Und an der Stelle nochmal vielen Dank dafür. Genau, die kriege ich alle wieder hin. Überhaupt kein Problem. Kann ich auch sehr gut verwenden. Also falls jemand im Hobby aufhört, könnt ihr anderen Leuten immer einen Gefallen machen und den vermeintlich nicht mehr zu gebrauchenden Farben schenken. Der geneigte Hobbyist, der wird sich da irgendwie zu helfen wissen. Genau. Da werde ich jetzt noch ein bisschen Wasser dazu. Dann kommt der Deckel wieder drauf. Und wieder gut schütteln. So. Ja, mehr übertreiben will ich jetzt gar nicht. Das sind noch mehrere so Fälle. Und ich hoffe, ihr habt gemerkt, Farben, gerade auf Acrylbasis, da hat sich auch oben das Wasser abgesetzt, die kann man eigentlich relativ schnell nochmal gängig machen. Und das war es auch schon. Ich hoffe, das neue Format Tabletop Hack hat euch gefallen. Jo, könnt mal Kommentare dazu schreiben, vielleicht Vorschläge, was für ein Schnellvideo ich das nächste Mal machen soll. Und ich lasse mir irgendwas einfallen. Bis zum nächsten Mal, euer Chef Oberboss. Daumen hoch und tschüss. Ich habe hier noch eine Kiste mit Ersatzfarben. Die sollte man auf jeden Fall nicht in der Sonne lagern. Am besten in einem Kasten, verschlossen. Am besten im Keller. Da trocknen die am wenigsten aus. Oder halt so, dass sie nicht der Sonne ausgesetzt sind. Und hier sollte man einmal im halben Jahr, spätestens einmal im Jahr, einfach die Farben öffnen. Reingucken und dann einfach mal eine bis zwei Pipetten Wasser drauf zumachen und gut schütteln. Wenn man das regelmäßig macht, dann hat man dann auch kein Problem, dass die Farben so aussehen wie bei
die anderen Farben. Ups, man soll es nicht ausschütten danach. Und das mache ich jetzt gerade für alle. Gehe ich die Reihen nach durch. Und dann hat man wieder ein halbes Jahr Ruhe. Und so halten die sich dann echt lange. Man sieht, dass da hier ist eine uralte Farbe. Oder das hier. Gut, die habe ich noch gar nicht aufgemacht gehabt. Diese wird trotzdem noch okay. Fiery Orange von Games Workshop. Das da ist auch eine ganz alte Farbe. Ist auch noch total flüssig. Also, so halten eure Farben einfach länger. Damit die Farben wasserig. Wenn man einen Assistenten hat, dann kann man auch einfach Wasser reinmachen. Dann hier dem Assistenten die Farbe geben. So, hier. Und jetzt schüttelst du die ganze Zeit. Genau. Und so kann man das auch ganz schnell dann machen. Nee, nicht aufmachen. Du schüttelst nur. So. So alternativ kann natürlich auch der Assistent einfach das Wasser nachfüllen. Einmal nachfüllen bitte. Sehr gut. Und dann schüttel ich. Da kommt immer Wasser raus. Ja. Wenn man hier oben drückt. Mhm. Und wenn man zwei Assistenten hat, dann kann man das sogar in eine Art Massenproduktion machen. Genau, hier kommt das Wasser rein. Und der große Assistent darf die dann schütteln. Auffüllen. Ja, Farben sind wie Blumen, gell? Die brauchen nämlich auch Wasser. So, dann gib die Farbe mal weiter. So. Oh, die sieht ganz schön trocken aus. Da muss ich zweimal reinmachen. Ich glaube, da müsste man sogar dreimal rein. So, der kleine Assistent, was machst du? Ich sprühe die Farben. Mhm, sehr gut. Und schüttel die. Danach schüttelst du sie. Sehr gut. Okay, dann kann ich jetzt 2 Stunden weggehen und danach habt ihr alles gemacht. Tut mal. Genau. Gut rühren. Weg. Nach 2 Stunden wird alles fix und fertig sein. Da habe ich nicht gedrückt, habe ich nur vergessen. Okay, also man kann auch mit Farben sehr viel Spaß haben, mit der Pflege von Farben. Was heißt das, Papa? Zu rühren? Noch rühren auch ein bisschen, danach kannst du es zumachen und schütteln.